Seit mehr als 4 Jahrzehnten bereitet sich Peter Mücke so auf seine Rennen vor. Alter Mann, pump ein bisschen. Beim Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring startet Mücke mit seinem 600 PS Ford Capri mal wieder von der Pole Position. Peter Mücke ist eine Legende im Motorsport, als Teamchef und als Fahrer. Der ist, glaube ich, sehr fair den Fahrern gegenüber. Er kann es selber gut einschätzen, was in so einem Rennauto abgeht, weil er selber auch hinterm Steuer sitzt. Peter Mücke ist einzigartig, kann man eigentlich nur sagen. Also es ist ein sehr, sehr guter Chef, der immer ein offenes Ohr hat. Absolut zielstrebig natürlich. Ja, das ganz klar, ehrgeizig, zielstrebig. Das muss man aber auch im Motorsport sein, um die Ziele irgendwo nachzuverfolgen. Ja, also geht nicht, gibt's nicht. Das ist, würde ich sagen, das Lebensmotto. Der Berliner Peter Mücke ist der einzige Ostdeutsche mit eigenem Rennstall in den Premium-Klassen des Motorsports. 10 Jahre DTM, jetzt in der ADAC GT Masters-Serie der Supersportwagen. Mücke ist auf jeder Rennstrecke bekannt wie ein bunter Hund. Ein erfolgreicher Mann mit erfolgreicher Vergangenheit. Viermal DDR-Meister bei den Tourenwagen. DDR-Meister mit der Mannschaft, international erfolgreich mit der Nationalmannschaft. Zahllose Einzelsiege überall in der DDR und in Osteuropa. Mit seinem Rennstall Mücke Motorsport, dem größten privaten in Deutschland, schafft er es in die DTM. 2016 gewinnt sein Fahrer Lukas Auer auf dem Lausitzring gegen die übermächtige Werkskonkurrenz. April 2018 in der Zentrale von Mücke Motorsport bei Berlin. Für das Interview mit uns schleppt Peter Mücke die Alben heran, in denen der Vater die Sportlerkarriere des Sohnes protokollierte. Ganz schlicht und einfach. Er musste sie suchen. Auf dem Dachboden. Wie oft haben Sie die denn gesehen? Die noch ja nicht. Ich weiß nur, dass er die mit viel Akribie und viel Einsatz gemacht hat. Aber ich habe damals schon keine Zeit gehabt und die Aussage, wenn du alt bist, dann guckst du sie an. Wahrscheinlich bin ich jetzt alt. Jetzt komme ich gerade dazu. Noch klassisch in Schwarz-Weiß. Vater Fritz war Trainer im DDR-Motorsport. Ob Mutter Gerda mit dieser Beiwagenmaschine fuhr, ist nicht überliefert. Bei Sohn Peter wurden die Zweiräder jedenfalls immer größer. Und vor allem immer stärker. Das, was ein Jugendlicher halt macht, du fängst mit den Motorrädern an. Bei uns war so, auf dem Hof, wo ich gewohnt habe, hat Vater unten eine kleine Werkstatt. Und am Wochenende waren 20, 30 Motorräder auf dem Hof. Die wurden da beschraubt und verbessert und gemacht und getan. Ja, was machst du denn als Junge? Dann machst du natürlich so was halt auch. Und die Anfangsphase ist bei Jugendlichen halt nur mal Motorrad. War bei mir nicht anders, also habe ich das Ding getunt, gemacht, geändert. Man lernt ja auch viel dabei. Motoren schneller zu machen und alles war ja ein interessantes Thema. Man musste sich damit befassen, warum, weshalb, weswegen. Und das hat dann auch später im Rennsport genauso geholfen. Und die Stempelkarte war immer voll? Ich hatte mehrere. Entschuldigung. Nein, aber ich bin mit einer nicht ausgekommen. Da war die einzige Chance. Motorsport im Osten war, egal ob Tourenwagen oder wie hier die Formel 3, eine Nische für wagemutige Rebellen, für tollkühne Bastler. Genau das Richtige für einen wie Mücke. Den Einstieg findet er als Schrauber
Schon bald schraubt er in einem Melkus, dem Sportwagen der DDR. Als der Fahrer nicht mehr fahren mag, setzt sich Peter hinters Steuer. Ganz spontan. Ich habe natürlich nichts gesagt, weil heute weiß ich ja, wie Eltern denken. Wenn man selber Vater ist, ich wollte ja auch nie, dass mein Sohn anfängt, Rennen zu fahren. Also wollte ich meine Eltern auch nicht belasten und habe ja nichts gesagt. Und dann haben die aber am Sonnabendnachmittag im Rundfunk gehört, dass ich auf der Benauer Schleife Vierter geworden bin. Und als ich dann nach Hause kam, ja, da meine Mutter war mittelmäßig schockiert und Vater auch ein bisschen. Aber es war ja nicht mehr aufzuhalten. Man kann ja dann nicht den Hahn wieder zudrehen und sagen, Wasser läuft zurück und fertig. Nee, dann ging es halt weiter. Dann waren sie ja auch stolz. In Peter Mückes Auto über den Sachsenring, mitten durch Hohenstein-Ernsthal. Seinen ersten eigenen Rennwagen, ein Wartburg, schraubt sich Mücke aus einem Schrottauto selbst zusammen. Mit diesem Gefährt gewinnt er reihenweise Rennen gegen starke Konkurrenz und macht sich bald einen Namen im ostdeutschen Motorsport. Verrückt waren diese Rennen. Aber verrückt waren nicht nur die Fahrer, sondern auch die Zuschauer. Sicherheit? Ah, scheiß drauf. In der damaligen Zeit, muss man ja wirklich sagen, war ja Motorsport noch deutlich gefährlicher wie heutzutage. Da wurden noch Rennen gefahren ohne Handschuhe und ohne feuerfeste Unterwäsche und mit einer Nylonjacke an. Darf man ja nicht dran denken, wenn irgendwas gewesen wäre, aber feuerfesten Anzug, ein Unding. War ja nicht, gab's nicht und hätte man noch nie bezahlen können. So tödliche Unfälle gab es zu der Zeit schon relativ oft. Jedes Jahr ein, zwei von denen, mit denen man unterwegs war, waren dann einfach nicht mehr da. Und deswegen ist der Blickwinkel der Eltern natürlich noch mal ein anderer gewesen. Ne? Mit seinem nächsten Auto, einem Zastava, dem jugoslawischen Fiat, wird Mücke zum Seriensieger. Leidenschaftlich wurde an dem Auto rumgebastelt. Immer schneller sollte der Zassi werden. Irgendwann war er dann mal zu schnell. Mücke selbst hatte sich kaum wehgetan, aber das Auto. Mit dem nächsten Rennen wird das nichts. Mechaniker Peter Groß musste damals helfen, den Zassi wieder hinzubiegen. Das kostet nicht, da haben wir da hinten. Jo. So. Noch hier. Nach wie vor zu erkennen, ja, nee. Aber hast nur einen anderen Tender an, weil wir einen anderen Sponsor hatten. Ansonsten keine Veränderung. Danke, ist aber dir ähnlich. Ja. Aber wenn du das jetzt siehst, Vorburg, es war ja der Knall. Ganz normale Straße und frühmorgens sind die da noch lang gefahren. Dann haben sie irgendwann zugemacht, ein paar Strohballen hingestellt und dann haben wir Rennen gefahren. Startaufstellung habe ich vorhin gesehen. Startaufstellung waren drei Autos nebeneinander, Abstand vielleicht noch ein Dreiviertelmeter. Und dann ging es los. Wollen wir sehen, wer Erster ist. Ob in Frohburg oder wie hier auf dem Sachsenring, Rennsport in der DDR war nur was für ganze Kerle. Die Fahrer erschienen oft völlig übermüdet zum Start, weil sie die ganze Nacht im Auto geschraubt hatten. Ersatzteile musste man selber machen. Die Mücke-Leute gossen Kolben und sogar Felgen. Mit solchem Material wurde dann gekämpft. Um jeden Meter. War nicht immer einfach, mal ging es auch ein bisschen zurück, weil andere, die haben ja auch nicht, waren auch keine Nasenbohrer, haben auch probiert natürlich, aber im Endeffekt war dann doch der Peter Mücke eigentlich immer gleich vorne an.
durch seinen Ehrgeiz, den er eben entwickelt hat oder auch schon hat. Wenn dann immer ja, durch eine irgendwie Montage nochmal auseinander, dann wollte irgendwie noch was sehen, ist denn die Kupplung richtig? Ja, mein Gott, wir machen das noch nicht zum ersten Mal. Irgendwann war dann mal hier noch, da war schon mein Arbeitskollege oder mein Kamerad damals, Peter, da hat er gesagt, zeig mal nochmal. Nee, Peter, der Zeiger ist abgebrochen. Da hat er dann rausgeschickt aus dem Zelt, damals hat man noch so ein Zelt, wo wir dann in Ruhe da drin schrauben konnten. Und dann musste er gehen, ist auch gegangen, hat uns dann alleine gelassen, weil wir wussten ja nicht, was wir zu tun hatten und was wir machen müssen. Aber da wurde gesagt, dann, Mann, es war wirklich genug. Das passiert. Aber nicht, dass wir mit ihm dann sauer waren, nein, auf keineswegs. Er hat ja sozusagen das Resultat, was wir beschraubt haben, hat er ja dann erst richtig zum Gelten gebracht. In der Inkonsequenz, du sitzt als Fahrer da drin, erlebst dieses ans Limit gehen und den Kick, die Faszination dabei in dem Auto. Anschließend steigst du aus und sagst, boah, war geil, aber die Jungs haben das ja nicht und schrauben trotzdem. Man versucht natürlich, das zu ihnen zu transportieren, dass dieses Feeling da ist, aber das haben die. Die haben geschraubt, bis die Finger wund waren. Aber ein Teil dessen ist auch sicherlich, ein anderes Leben zu führen wie die Masse, die frühmorgens gegangen sind an die Stempeluhr und um 16.30 Uhr wieder raus und abends vielleicht noch ein Bier getrunken haben. Das haben wir halt nie gehabt. Wir haben anders gelebt. Und das war vielleicht auch ein Teil der Motivation dabei. Im Profimotorsport macht sich kein Fahrer mehr die Finger dreckig. Und bei der Ausbildung gehen auch kaum noch Autos kaputt. Der Simulator ist unkaputtbar. Alles kann man einstellen. Die Strecke, das Auto, den Untergrund. Die Bedingungen sind so real, dass sich selbst Klassefahrer wie Stefan Mücke richtig konzentrieren müssen. Wir sind damals 2 Jahre auf einer Rennstrecke gefahren und haben dann festgestellt, also die Ecke geht ja Tatsache voll. Warum hast du das vor 2 Jahren noch nicht gekonnt? Hier kannst du dich hinsetzen und das probieren. Und in der Konsequenz steigst du nach einer halben Stunde aus und hast also das Limit ziemlich schon gefunden. Also der Lernfaktor ist enorm größer und damit der Zeitverbrauch viel, viel geringer, um auf ein bestimmtes Level zu kommen. Wir haben auch Zweikämpfe gehabt, die auf den Mühe ging, aber das Gesamtfeld war natürlich weiter auseinander. Heutzutage haben wir teilweise 20 Fahrer in einer Sekunde. Und der in der dritten Reihe steht, der ist vielleicht 600stel langsamer gewesen wie der erste. Und trotzdem steht er schon da hinten. Die Leistungsdichte ist viel größer, hat aber damit zu tun, dass man eben einen ganz anderen Ausbildungsgrad hat, um da hinzukommen. Und es sortiert sich auch ein klein bisschen schneller aus, wer hat Talent, wer nicht. Wenn die Saison beginnt, dann ist Mücke Motorsport unterwegs, von Bahrain bis Le Mans, von Spa bis Most. Die GT Masters-Serie beginnt dieses Jahr in Oschersleben. Der Männerzirkus packt die Koffer. Ein halbes Dutzend Autos werden verfrachtet. Sportwagen und Formel 4. Das Fieber steigt. Es geht wieder auf die Piste. Ein Rennstall zu haben bedeutet erstmal ganz viel unterwegs zu sein. Du kämpfst mit deinem Auto um deinen Willen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das durchzusetzen, wo du sagst, hier geht noch was, ich will noch ein Stückchen schneller sein. Und je näher ich an die Grenze komme, umso schwieriger wird es halt, das Auto da hinzudirigieren. Weil irgendwann fliegst du ab, aber kurz davor ist es natürlich am prickelndsten. Ne? Und am prickelndsten ist es nun mal im großen Zirkus. In der DTM zum Beispiel.
Von solchem Flottentreiben war Peter Mücke 1990 quasi Lichtjahre entfernt. Da müssen wir doch dann schon hinkommen. Schalten den ersten Motor hier, den hier und den hier. Das DDR-Fernsehen besuchte ihn damals in seiner Werkstatt in Altklinike. Er werkelte gerade an seinem Einstieg in den Motocross-Sport. Nee, jetzt hier auf Mitte. Mit diesem selbstgebauten Gefährt mit über 200 PS wurde Mücke dreimal Cross-Europameister. Vielleicht wäre es ja bei den staubigen Pisten geblieben, wenn nicht Sohn Stefan gewesen wäre, mit seinem frühen Hang zu sportlichen Autos. Hier ist die nächste Mücke-Generation, Stefan Mücke. Stefan, du siehst ja flott aus. Hello, hello. Schon als Teenager galt Stefan als Riesentalent. Für den stolzen Vater bedeutete das vor allem viel Arbeit. Peter Mückes Rennstall begann zu wachsen und Stefans Erfolge wehten ihm ganz neue Kundschaft in die Garage. Eltern von talentierten Nachwuchsfahrern. Mücke spezialisierte sich auf die Rennfahrausbildung. Dabei ist es geblieben. Auch wenn Stefan heute nicht mehr für den Stern, sondern für Ford als Werksfahrer fährt. Dann kam als nächster Step die DTM dazu und somit waren wir im professionellen Motorsport, was aber eigentlich nie der Plan war. Musste nur immer dem folgen, was er uns vorgeliefert hat und ja, man hat versucht eben halt den Weg mitzugehen. War ja auch wirklich hochinteressant. Saisonauftakt für die ADAC GT Masters Serie in Oschersleben, in Sachsen-Anhalt. Aufstellung zum Familienfoto. Die kostbare Technik wird natürlich nur ganz vorsichtig bewegt. Am Ende stehen mehr als 30 Autos, mehr als 20 Millionen Euro für das Werbefoto am Start. Früher sind die Leute hingefahren, da war Racing und war schön und da gab es ein paar Würstchenbuden und das war. Heutzutage muss man ein Event draus machen, um die Leute zu locken. Es ist halt, das Freizeitangebot ist ein ganz anderes geworden. Dementsprechend hochwert ja muss so ein Wochenendprogramm auch gestaltet sein. Also nur einfach mal mit Autos im Kreis fahren reicht nicht. Da muss schon ein bisschen was rechts und links von der Strecke auch passieren und auf der Strecke auch genügend Action sein. Da sollten also ständig Rennen und fahren und Autos auf der Strecke sein, damit der Zuschauer auch unterhalten wird. Jedes Rennwochenende präsentiert der Motorsportzirkus auf irgendeiner anderen Strecke eine sehr spezielle Männerwelt. Es gibt Helden zum Anfassen und junge Frauen in knappen Trikotagen. Hier ist es laut. Es riecht nach Benzin und verbranntem Gummi. Niemand denkt an E-Autos. Man darf sie fühlen, die ganze Boxengassenlässigkeit. Doch vor allem gibt's Werbung. Werbung, Werbung. Irgendwo muss ja das Geld herkommen. Und mittendrin ein Mensch wie Peter Mücke, seit 50 Jahren Autorennen. Mücke weiß, dass er heute mit seiner Truppe Teil einer Inszenierung ist. Es wird etwas verkauft, das wohl eher Männerherzen bewegt. Geschwindigkeit, Gefahr, Nervenkitzel. Geht es noch um Sport? Naja, wenn die Rennen erst gestartet sind, dann irgendwie schon. Wenn die aus der Start-Ziel-Kurve rauskommen und die Post geht ab und da vorne sollen sich zu dritt nebeneinander einsortieren, manchmal vielleicht auch zu viert, da wird es Streitigkeiten über die Vorfahrt geben, bin ich mir ganz sicher.
Aber ich hoffe, wir sind nicht dabei, weil wenn es knallt, knallt es für alle ziemlich doll und das will natürlich keiner. 14. April 2018. Es wird ernst für Mücke Motorsport. Qualifying fürs erste Rennen. Jedes Auto hat zwei Fahrer. Bei Mücke sind es immer ein erfahrener Mann und ein Nachwuchspilot. Während des Rennens wird der Fahrer gewechselt. Wie ist es so jetzt? Ist man jetzt angespannt? Ja, wenn nicht, dann wäre was falsch. Nein, es sind ja recht schwierige Bedingungen. Aufgrund dessen, dass die Strecke noch nass ist. Aber nicht so nass ist, dass man wirklich mit Regenreifen eine Zeit fahren könnte. Die wird immer besser werden, der Regenreifen wird kaputt gehen und kurz vor Schluss muss man wahrscheinlich auf den Slick wechseln. Das macht es deutlich schwieriger. Also das wird ein Lotteriespiel. Das Spiel läuft nicht so gut für Mückes Team. Mehr als 30 Autos rangeln in 30 Minuten auf der Piste um die besten Startplätze. Nach dem Qualifying steht sein bestes Auto auf Startplatz 10. Irgendwo mittendrin. Da hast du vielleicht im günstigen Rennverlauf noch die Chance, über eine gute Strategie beim Fahrerwechsel 2, 3 Plätze zu holen, aber auf 1 fährt man damit nicht mehr. Ist das eine Enttäuschung? Oder? Jo. Wir wollen ja nicht in der Mitte sein. Aber ist halt so. Muss man. Ist halt Rennsport und war für alle die gleichen Bedingungen. Wir haben sie offensichtlich nicht so gut genutzt. In einer Ecke der Zentrale von Mücke Motorsport kann man sehen, worum es eigentlich geht. Um Siege und Trophäen. Das ist die Hall of Fame all der Fahrer, die für Mücke im Profisport erfolgreich waren. Bisher über 100. Dabei unter anderem David Coulthard, Pascal Wehrlein, Lukas Auer und auch Sebastian Vettel. Das war sein Sprung, den er eintrainiert hatte. Es gibt Rennfahrer, die kommen früh morgens verschlafen um 8 an der Rennstrecke an und wollen ins Qualifying gehen. Was nicht funktioniert, weil der Körper einfach noch nicht an ist. Bei ihm war es so, der ist früh morgens um 6 Uhr aufgestanden. Und wenn der bei uns um 7 da war, dann hat er schon gejoggt und war komplett an und fokussiert. Und wir haben auch fast jedes Qualifying mit ihm auf 1 gestanden. Ne? Ein Jahrhunderttalent wie Vettel hat Mücke nicht im Team. Aber diesen jungen Mann, gerade mal 18 Jahre alt, Mike David Ortmann, ein Hoffnungsträger. Ja, der Peter, der ist ja auch mal selber Rennfahrer gewesen oder auch noch aktiv. Der kann natürlich immer so ein paar kleine Tipps geben, die ja noch ein bisschen helfen. Hilft mir da auch schon seit ein paar Jahren immer ein bisschen und ja, gibt mir auch die Möglichkeit natürlich zu fahren. Wir verstehen uns sehr gut. Mückes Philosophie, ein Rookie und ein alter Hase auf einem Auto, macht das Gewinnen nicht leichter, aber genau das ist sein Geschäft. Die Familien bezahlen die Ausbildung ihrer hoffentlich begabten Kinder. Mücke ist nervös, angespannt, jedes Mal kurz vor einem Rennen. Damit ist er nicht allein. Dabei, wenn sie dann da schlecht. Schlecht, aber das lässt danach. Also am schlimmsten ist immer der Start, das ist natürlich klar. Aber wenn sie durch die erste Kurve durchgegangen sind, dann geht das schon. Die erste Kurve ist diesmal nicht das Problem. Es ist das Rennen selbst. Mike David und die anderen fahren irgendwo mit. Mücke ist unzufrieden. Was er an diesem Tag noch nicht wissen kann, es wird eine gute Saison für seinen Rennstall. Mit Siegen und Podestplätzen, auch von Mike David. Aber just zum Saisonstart wird das beste Mücke-Auto Achter. Na gut, oder was? Ich will jetzt nicht sagen, ich freue mich, aber trotzdem, könnte ja schlimmer sein. War solide, sag mal so. Ja. Aber
Wer ist dieser Mensch, Peter Mücke? Gibt es eine Seite an ihm, die nichts mit Autos und Autorennen zu tun hat? Naja, also er führt, wie es scheint, so fast nebenbei ein mittelständisches Autohaus in Berlin und hintendran ist natürlich eine Werkstatt. Hier gleich nebenan hat er auch jahrzehntelang gewohnt, mit der Familie. Hier drin hat es angefangen sozusagen. Aber es war schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Man konnte das schön miteinander kombinieren. Am Rennauto arbeiten, abends drin oder mal zur Kaffeepause kurz drin, Kaffee trinken und ein klein bisschen quatschen und weitermachen. Und die Frau, die hat das alles mitgemacht? Die hat das mitgemacht von Anfang an, ja, muss man schon sagen. Aber die hatte auch ja keine andere Chance. Da hinten war das Schlafzimmer. Da haben wir noch, von der BAG hier vorne so einen schönen Steine geholt, so eine, um einen Torbogen zu machen. War damals schön. Ich fand das schön. War nur ein Vorhang und dann war gut. War ja auch nicht viel größer. Den Schrank hätte ich da nicht reingekriegt. Oh, sorry. Ganz kurz. Mücke. Der Motorsport war schon immer Mückes Zuhause. Die Szene, seine Familie. Peter Groß mit Sohn Rico und Peter Mücke mit Sohn Stefan testen Mückes Ford Capri für den Nürburgring. Kann man sich dieses Quartett gebeugt über den Motor eines E-Autos vorstellen? Diese Männer lieben, was sie tun. Das macht Eindruck. Dadurch, dass wir dann im Motorsport waren, weiß ich nicht warum. Jedenfalls haben die Mädchen da doch Interesse gezeigt, um mit uns mal in Kontakt zu kommen. Das war also leichter, als wenn man heutzutage oder irgendwie mal durch die Straßen läuft und denkt, naja, die ist auch nicht schlecht. Ob man da mal fragt, braucht man nicht. Da war das so, dass die zu uns hingekommen sind. Man wurde regelrecht angesprochen. War nicht verkehrt. Ja, das war bei dir so. Ach, erzähl doch nicht. Ich gehe nicht ins Detail, habe ich ja schon mal gesagt. Wenn dann der Capri am Nürburgring steht und die Mückes Autogramme schreiben, dann ist die Welt für sie in Ordnung. Ist schön hier, sagt Peter Mücke, wenn man ihn fragt, was ihm am Rennzirkus gefällt. Dass dieses Lebensgefühl auch einen Preis hat, merkt man eben nur ganz selten. So wie 2016 bei Stefans Unfall in Spa, in der Eau Rouge-Kurve, platzte ihm bei 250 ein Reifen. Ich habe nur noch den Knall gesehen und wie das Auto durch die Gegend flog und die ganzen Teile wegflogen. Und habe dann mitgekriegt, dass Stefan, der Moment, wo der oben auf der Eau Rouge oben an der Kuppe stand und die anderen kommen von unten mit vollen Segeln an und ich meine, die fahren Eau Rouge mit 270 flat, die konnten ihn ja nicht sehen. Das war schon sehr prickelnd. Also da muss ich sagen, möchte ich nie nochmal erleben. Aber ist ja nichts passiert. Weiter jetzt. Stefan hatte auch Glück. Es gab ein paar Schnittwunden, ansonsten nur Prellungen. Also, weiter geht's. Mit Vollgas zum nächsten Triumph. Peter Mücke hat noch nie auf irgendjemand oder irgendetwas gewartet. Er war immer vorneweg. Am Nürburgring wird es ein Start-Ziel-Sieg für Mücke. Wieder ein Kranz und wieder ein Pokal.